Mein Name ist Uwe Klug. Ich bin seit 1993 an der Universität Würzburg, mithin fast 30 Jahre. Seit 2012 bekleide ich das Amt des Kanzlers unserer Alma Julia. Als Kanzler bin ich Mitglied in der Universitätsleitung, Haushaltsbeauftragter der Universität, Vorgesetzter des wissenschaftsunterstützenden Personals und Chef der Zentralverwaltung. Gerade als Kanzler ist es meine vorrangige Aufgabe, für einen geordneten Haushalt zu sorgen. Der Haushalt der Universität Würzburg umfasst immerhin über 400 Millionen Euro. Als besondere Zielsetzungen für die vor uns liegende Amtsperiode des Präsidiums habe ich mir zwei Dinge vorgenommen. Das eine ist die Unterbringung der aus der Hightech-Agenda stammenden Professuren. Die sind mit über 40 Professuren an der Zahl, die in einem Modulbau und in Anmietungen untergebracht werden sollen. Darüber hinaus ist es mir ein besonderes Anliegen, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Hier soll nach WÜStudy jetzt das Projekt WÜDMS zum Erfolg geführt werden. WÜDMS ist ein Dokumentenmanagementsystem, an dessen Ende ich hoffe, das papierlose Büro stehen wird.